Rein, kommt herein. Ich habe eine Mahlzeit für euch und ich möchte gerne ein paar Verse lesen aus Ruth, einer der zwei Bücher, die nach einer Frau genannt worden ist, Ruth. Und Ruth ist eine Frau, die eigentlich ein Nicht-Juden ist und rein in diese Linie von Jesus Christus kommt und die übel Großvater ist von König David aus einer Heidenfrau. Und sie kommt rein, obwohl sie das eigentlich nicht verdient. Und Ruth ist eine Frau, die geprüft wird, was ist wichtiger? Friede, Wohlstand, ein Ehemann, verbunden mit dem Gott von Israel, oder Schmachleiden. Und sie und ihren Schwägerin, die müssen einen Wahl machen. Ruth 1, Vers 1. Zu der Zeit, da die Richter regierten, ward eine Teuerung im Lande. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog Wallen in der Moabiter Land mit seinem Weibe und 10 Söhnen. Die hieß Elimelech und sein Weib Naemi. Und seine 10 Söhne Machlon und Chiljon, die waren Ephrater von Bethlehem Juda. Und sie kamen ins Land der Moabiter, blieben sie daselbst. Und Elimelech, der Naemi-Mann, starb und sie blieben übrig mit ihren 10 Söhnen. Die nahmen moabitische Weiber. Eine hieß Arpa, die andere Ruth. Und da sie da selbst gewohnt hatten, bei 10 Jahren starben sie alle beide, Mahlon und Chiljon, da das Weib überblieb, beide Söhne und ihr Mann. Da machten sie sich auf mit ihren 2 Schnüren, also Schwiegertöchter, und zogen wieder aus dem Moabiter Lande, denn sie hatten erfahren im Moabiter Lande, dass der Herr sein Volk hatte heimgesucht und ihnen Brot gegeben. Und ging aus von dem Ort, da sie gewesen war, und ihre beide Schnüre mit ihr. Und da sie ging auf dem Wege, da sie wiederkäme ins Land Juda, sprach sie zu ihren beiden Schnüren, geht hin und kehrt um, ein jedlicher zu ihrer Mutter auf, der Herr tue eure Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, ein jedlicher ihres Mannes Haus. Mit anderen Worten, Wohlstand, Friede und ein Ehemann. Damals gab es keine soziale Versicherung und so weiter, aber ein Ehemann war sehr wichtig für eine ledige Witwe. Und küsste sie, da hoben sie ihre Stimme auf und weinten. Und sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Beide haben Lippenbekenntnis. Aber Naemi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich viele Kinder in meinem Leibe haben, die eure Männer sein möchten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, dass ich einen Mann nehme. Und wenn ich spreche, es ist zu hoffen, dass ich diese Nacht einen Mann nehme und Kinder gebäre. Wie könnt ihr doch harren, bis sie groß würden? Wie wollt ihr verziehen, dass ihr nicht Männer solltet nehmen? Nicht meine Tochter, denn mich jammert euer sehr, dass dann des Herrns Hand ist über mich ausgegangen. Hoben sie ihre Stimme auf und weinten noch mehr. Und Arpa küsste ihre Schwieger, Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgewandt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre du auch um deine Schwägerin nach. Und dann kommt eine sehr wichtige Antwort von Ruth. Und das Antwort sorgt dafür, dass sie als Heidin in Volk Israel eingepflanzt wird und in die Linie von David und in die Linie von Jesus Christus gekommen ist. Rede mir nicht darein, dass ich dich verlassen sollte und von dir umkehren. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist mein Text, Ruth 1, Vers 16. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Bruder Sascha, willst du noch bitte den Segen fragen? Ja. Mein lieber Jesus Christus, mein Herr, ich danke dir, Herr, dass wir uns heute versammeln dürfen, hier in diesem Raum hier, dass wir dein Wort hören, mein Herr. Ich bitte dich, segne die Predigt heute und erbaue uns durch dein Wort und erquicke uns durch dein Wort. Im Namen Jesu Christi. Amen. 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 Also, Thema ist eigentlich die Wege, die sich trennen, die Wege, die sich scheinen. Vielleicht hast du mal früher gehabt, hast einen Jugendkumpel gehabt und dann schaust du 10, 20, 30 Jahre weiter. Und irgendwo haben eure Wege sich getrennt. Gleiche Nachbarschaft, gleiche Umgebung, gleiche Schule und doch eine ganz andere Richtung. Was ist da? Es sind bestimmte Punkte gewesen, die dazu geführt haben. Und hier sehen wir zwei Frauen, moabitische Frauen, Arpa und Ruth in Vers 4.
die heiraten jüdische Jungs. Und das geht nicht gut. Wir haben erst in Ruth Kapitel 1 diesen Mann Elimelech. Das ist ein Mann, ein jüdischer Mann im Land Gottes. Und sein Name bedeutet, Gott ist mein König. Und Elimelech war sicher nicht, hat sich benommen wie ein König. Und er ist im Land Bethlehem Juda. Das Wort Bethlehem ist das Wort Brothaus. Das ist eigentlich ein Ort, wo er genügend Brot hat, genügend Segen hat, wo Gottes Gegenwart war. Und Juda bedeutet, gepriesen sei Gott, gepriesen sei Jehova. So geistig ist das eigentlich ein Ort, wo ein Christ sein sollte, eine gute Gemeinde, wo er das Brot des Lebens bekommt, wo er Gott loben und preisen kann. Aber, wenn da Schwierigkeiten kommen, was tut diese Person, anstatt auf seinen König zu vertrauen, der Herr Jesus Christus, dass er für ihn sorgt, was tut er dann? Er vertraut auf die Welt, auf sein Einkommen, sein Rente, sein was es auch ist. Er sucht die Dinge der Welt als Christ und indirekt verlässt er die Gemeinschaft mit seinem Herrn. Nou, je kent Moab vielleicht. Moab is een van de twee zonen van Lot. Die hij bekommen had met zijn eigen töchter. Die hem betrunken hebben. Zu viel Wein gegeben. En ze hebben bij ihrem Vater geschlafen. En van deze Blutschande is onder andere Moab gekommen. Wird een Waschpot genannt. Kom naar Psalm 60, Vers 8. En daar wird niet positief über Moab gesprochen. Psalm 60, Vers 8. Vers 10, Entschuldigung, Psalm 60, Vers 10. Moab ist mein Waschtöpfen. Also Waschtöpfen, wo man sich einwäscht. So sieht Gott diesen Land Moab an, ist heute Jordanien, Osten von Israel. Und die Moabiter, ich kenne das vielleicht noch erinnern, die haben mal einen König gehabt, Balak. Und Balak, die hat Angst gehabt, wenn das Volk Israel aus der Wüste unter Josua Kanaan reinkam, hat gesagt, weißt du, was ich tue? Ich kann das Volk nicht schlagen, Gott ist mit ihnen, aber ich suche einen falschen Prophet, Biliam, zu mieten. Wir sprechen ein Haus vor Gott und er soll das Volk verfluchen unter der Baal, der falsche Gott der Moabiter. Und Gott warnt das Volk Israel, um nicht zusammenzugehen mit Moab. In 5. Mose, Kapitel 23, Vers 6, ist die Warnung für Gottes auserwählte Volk bezüglich Moab. Du sollst ihnen weder Glück noch Gutes wünschen, dein Leben lang ewiglich. Das heißt, sie sollen keine Verbindungen machen mit heiraten oder finanziell sie unterstützen. Weil Moab hat versucht, Israel den Zugang zum Heiligen Land zu verhindern. Moab ist ein Bild für eine verlorene Welt. Und wo geht Elimelech hin, wenn er eine Teuerung ist? Nach Moab. Abraham tut das Gleiche, da ist eine Teuerung. Abraham geht nach Ägypten, ein Bild der Welt. Isaac geht nach Ägypten, in der Zeit von Teuerungen in Kanaan, Bild der Welt. Was tut ein Christ, wenn es ihm schlecht geht? Er geht weg aus einer bibeltreuen Gemeinde, er geht weg bei dem Herrn und sucht seine Hilfe bei den Göttern der Welt. Sind die Götter der Welt? Na, es kann Wahrsagerei sein, es kann Sex, Ausbildung, Geld sein, das ist, wo die Leute heute ihre Hoffnung aufstellen. Auch in dieser Corona-Zeit. Elimelech, die verlässt das Land, da ist keine Nahrung. Und nochmals, eine Teuerung zeigt, wer du wirklich bist. Job sagt es so, wir haben es schon gehört, in der ersten Predigt, Job 2, Vers 4. Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Mit anderen Worten, ein Mann tut alles, um zu überleben. Ausnahmen sind da, Stephanus, Paulus, Jesus Christus. Ja, die geben ihr Leben für ein anderer. Aber im Allgemeinen ist die Natur eines Menschen wie die Natur eines Tieres. Selbstbewahrung, Überleben der Stärkste. Und der Preis ist alles Mögliche. In 2. Könige 6, mit dieser Belagerung von Samarien, sehen wir zwei Frauen. Die haben versprochen, wir haben beide ein Kind. Heute sagt der eine, töte ich mein Kind, koche ihm und wir essen ihm. Und den nächsten Tag tun wir es mit deinem Kind. Kannst du noch erinnern? Abscheulich, aber das sind die normale Sachen von der menschlichen Natur. Hier als Beispiel eine Gruppe Amerikaner, die nahe Tode gestorben sind, wegen der Winter von 1846 und 1847. Eine Gruppe Pioniere,
durch Abraham Pass, die Sierra Nevada Berge. Sie haben keine Nahrung mehr gehabt. Und einige haben überlebt, um das Fleisch zu essen von ihren Kumpels, die schon verstorben sind. Und das sieht man regelmäßig. Das ist eine Sache, die Beispiel 1920, kennt ihr wahrscheinlich, Beispiel 1972, ein Flugzeug ist gecrashed in der Andesgebirge in Südamerika. Und 16 von den 45 Passagieren haben überlebt. Und damals hat man noch kein Handys gehabt und Satellitentelefon und so weiter. Weil die haben sie überlebt, sind da Wochen ganz hoch geblieben. Sie haben die vorne Teile von den anderen Passagieren gegessen, die nicht überlebt haben. Und das ist deine und meine menschliche Natur. Absolut abscheulich. Einige Kriegsgefangene von den USA in den Philippinen beim Zweiten Weltkrieg wurden dann in Gefängniskampen geschickt und mit Schiffen ohne Licht und Wasser von den Japanern verschifft. Und nach ein paar Tagen haben die jungen Männer angefangen zu schreien, geh weg, geh weg. Weil de eine wollte de andere beißen um sein Blut zu trinken, weil sie kein Wasser gehabt. Essen ist eine Sache, aber kein Wasser haben für 5, 6, 7 Tage, ist eine andere Geschichte. Das ist de menschliche Natur. Das ist deine und meine Natur. Nun, in Ruth 1 lesen wir, dass Elimelech und sein Weib, Naemi, und die zwei Söhne, Malon und Chilion, die sind weggegangen von Bethlehem Juda, das Brothaus, und sie kamen ins Land im Moment, und sie blieben da selbst. Sie wollten nur eine kurze Zeit bleiben, wenn die Teuerung über war. Nur eine kurze Zeit bleiben wir in der Welt. Oder wo es vielleicht als Person kurze Zeit ein bisschen trinken, ein bisschen Drogen, ein bisschen rauchen, ein bisschen spielen, nur einmal. Ich kann damit aufhören, wenn ich will. Ich pack das schon. Ich will nicht sein wie er oder sie. Und wieder ein zweites Mal, und ein drittes, und ein viertes, und ein fünftes. Und da kommt unbewusst, du musst das ein- oder zweimal pro Woche tun, oder regelmäßig tun. Und du hast dich selber, aber du kommst nicht davon weg. Du bleibst länger als geplant in Moab. Ein kurzer Verbleib wird ein längeres Verbleib. Und da lesen wir dann auch, sie blieben länger da selbst. Und das Problem war in der Welt, Vers 3, Elimelech, Naemi Mann, die starb und sie blieb übrig mit ihren zwei Söhnen. Die namen beide moabitische Frauen, Arpa und Rut. Und da sie da selbst gewohnt hatten, bei 10 Jahren starben sie beide. 10 Jahre bleiben sie. Sie wollen nur ein paar Monate bleiben und dann ist das schon in Ordnung. Sie bleiben 10 Jahre. Das ist mit vielen Christen. Die kommen zum Glauben. Oh, du denkst vielleicht als unerlöste Person, ich kann ein bisschen mit dieser Sünde spielen. Und es ist ähnlich, wie die Indianer mit Alkohol sagen, Indian packt Alkohol, Alkohol packt Indian. Du kommst nicht mehr davon weg. Nur eine kurze Zeit. Und es wird dann 1, 2, 4, 5, 10 Jahre. Wird ein Teil deines Charakters. Es zerstört deinen Charakter. Und die beiden Söhne und Elimelech, die sterben. Und nochmals, als Christ ist es einfacher, nach unten zu gehen, als nach oben zu gehen. Es ist sehr einfach, zurückzufallen in Nachfolge Jesu, aber es ist viel schwerer, auf den richtigen Weg wieder zurückzukommen. Wenn die Eltern Jesu Christi ihm als 12-Jährigen in den Tempel gebracht haben, haben sie ihn in einem Tag verloren. Und wie lange hat es gedauert, bis sie ihn gefunden haben? Drei Tage. Dreimal so lang. Du bist schnell aus der Gemeinschaft mit dem Herrn und es braucht viel länger, um wieder zurückzukommen und dann Herrn Jesus nachzufolgen. Das ist ein Problem. Wir können das gleich nehmen wir Fitness. Einige von euch haben viel Sport gemacht. Es ist einfach aufzuhören. Ich trainiere einfach eine Woche nicht. Eine Woche, ein Monat, zwei Monate, drei. Und dann musst du wieder anfangen. Und bevor du ein Sixpack zurück hast, meine Güte, musst du wieder ein halbes Jahr oder länger trainieren. Amen. Ja, Mann, das ist das Problem. Das ist Fleisch. Das ist geistlich genau das Gleiche. Und nochmals, Sünde nimmt dich immer weiter hin, wenn auch du vorhast zu geben, und bewahrt dich länger, dann wo du bleiben möchtest. Und es kostet dich immer viel mehr, als was du vorhast zu zahlen. Das ist Sünde. Und nehmen wir Samson. Samson denkt nach einiger Zeit, ja, so, die israelische Mädels, die sind auch nicht so interessant. Ich muss meine aus der Welt holen. Philistinische, die sind schön. Er schaut erst eine an, dann zweite und dann dritte und versucht etwas. Und schließlich hat er Delilah gefunden. Aber die war ein bisschen schlauer wie er. Und schließlich führt sie das so,
dass sie ihm dazu bringt, sein Geheimnis zu erzählen und verliert nicht nur sein Haar und seine Kraft, aber auch seine Augen. Ein bisschen mit Sünde spielen. Das kann dir dein Leben kosten. Nun, die Idee war, um nach Moab zu gehen, und das war möglicherweise auch die Idee von Naemi. Warum denkst du das? Weil mit Naemi muss Gott schlussendlich anfangen, Naemi muss mit Gott anfangen zu schaffen und muss schlussendlich wieder Buße tun. Ihr Mann und ihr Söhne, die sind nicht mehr da. Elimelech stirbt in Vers 3. Na, was tut Naemi dann? Geht sie zurück nach Bethlehem, zu ihrem Land? Nein, sie bleibt. Und in Vers 4, ihr Jungs heiraten unerrettete Frauen. Sagt sie, okay, Jungs, Zeit, um mit zurückzugehen? Nein, sie bleibt. Vers 5, beide Söhne sterben. Und sie, na, das hat sie sicher was gelernt, nicht? Nein, sie bleibt. Sie bleibt noch immer, wo sie nicht sein soll. Und es ist da nicht geschrieben, dass es die Idee war, aber ich vermute, Naomi hat eigentlich keine Lust gehabt zu gehen. Und das ist ein Problem, was viele Leute haben, können auch viele Christen sein. Sie sind errettet, oder vielleicht bist du nicht errettet, und Gott ruft dich, und du bist so stur, dass du sagst, ja, das kann schon wahr sein, aber I do it my way anyway. Frankie Sinatra. Kennst du das Lied? I did it my way. Und Frankie ist nun in der Hölle. Ja, da ist er nun. His way. Er wollte nichts wissen von Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und der Leben. Er ist ein guter Katholik geboren, besprengt und gestorben. Nichts wolle wissen von Jesus Christus als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wollte es auf seine Art und Weise tun. Und ich habe nochmals so viel Ungläubige, aber auch Christen gehabt, die sind so hart, nochmals, komm aus Holland, die sind stur, sture Käseköpfe, sagen wir. Amen. Aber ich habe nach meiner Errettung auch Christen gehabt, die sind so stur. Und wenn mir etwas passiert, denke ich oft, ja, Unfall oder so, was habe ich falsch gemacht? Habe ich nicht gebetet? Habe ich meine Sünde bekannt? Habe ich meine Frau nicht recht behandelt und so weiter? Das ist, was ich an denke. Du hast Christen, die denken niemals daran. Die versündigen sich, in der versündigen sich, dann kommt Schritt nach Schritt eine Züchtigung und sie sehen überhaupt nicht darin, dass Gott sie versucht, etwas beizubringen. Absolut nicht. Ich habe mal einen jungen Mann gehabt, der sich bekehrt. Er kam zum Glauben an Jesus Christus, taufe, hat sich taufen lassen. Gemeinde sucht einen Diakon, wurde Diakon. Bibelstunde erfüllt, Bibelstunde geführt. Hat alles getan, bis Gott einmal gesagt hat, nach Bibelschule, ich will, dass du Missionar bist, da Richtung kommen, Japan oder Afrika. Und er hat gesagt, das tue ich nicht. Ich lasse nicht meine Kinder die Missionswelt aufwachsen, wenn sie eine gute Ausbildung hier bekommen, an Harvard Business School. Das will ich. Bis der einzelne Kinder verlor, die kam unter dem Zug. Und hat das tote Körper genommen und dann wusste er, Gott, du kannst mein Kind nehmen, ich bin bereit zu gehen, wo du willst, dass ich hingehe. Ab und zu muss ein Mensch auch gebrochen werden. Man kann zum Glauben kommen, aber man kann noch immer die Idee haben, wenn ich errettet bin, ich tue, was ich will. Und bei Naemi vermute ich, das hat ihr Mann gekostet, das hat ihr eins, zwei Söhne gekostet, ihr Vermögen, ihr Rente gekostet. Und schlussendlich hat sie am Ende ihres Lebens, dass ich mal zurückgehe zu wo ich gehöre. Bethlehem, Brothaus. Sie war weg aus der Gemeinschaft mit dem Herrn jahrelang. Der hat sie gezüchtet und gewarnt und sie hat nicht hören wollen. Das ist ein Problem. Und nochmals, es gibt viele Beispiele, die man hat. Jahre her war da ein kleiner Bube, und sein Name war Jim. Und Jim war als Jugendliche in einem Gebiet aufgewachsen, wo viel gepredigt wurde. In den USA gibt es ein Gebiet, das ist der Hillbillies, das sind viele Gemeinden, wo das Evangelium gepredigt wird. Die gehen alle barfuß, harte Jungs. Und die hören alle das Evangelium. Jeder hört das Evangelium gehört von kleins ab. Aber die meisten möchten sich nicht bekehren. Die möchten cool sein, die möchten ein bisschen trinken, die möchten Autofahren vor allem. Und einmal, diese Jimmy, die hat allerlei Sünde gemacht, schon bevor er 16 war. Angefangen zu trinken, meine 50, schwere Alkohol, rauchen mit 12. Und Jimmy hat einen Freund gehabt und sie haben dann als 16-Jähriger ein Auto genommen und sind dann in der Nacht schnell nach unten gefahren. Das ist bei uns in der Schweiz, hat man das auch. Da diesen von Appenzell nach Rheintal kann man nach unten gehen. Da haben ein paar Jungs bei uns in der Gemeinde, die haben früher Rennen gemacht in der Nacht. Dann gehen sie schnell wie von St. Gallen über den großen Berg nach unten in den Rheintal.
So mit 100, 120 durch die kleinen Wege da, die Landwege. Und Jim hat das Ähnliche gemacht. Die ging schon mit 80 Kilometer nach unten und hat dann seinen Arm an die Seite außen gehabt und kam in eine Kurve, hat dann ein bisschen die Kurve geschnitten und gleichzeitig kam an die andere Seite auch ein Auto, die auch die Kurve ein bisschen geschnitten hat, also an der anderen Seite von der Straße war. Und beide haben dann getroffen, beide haben einen Arm drauf gehabt und hat seinen Arm drauf so gehabt und pats, Arm weg und ist zu Tode geblutet. Und Auto von seinem Kumpel, Jimmy war daneben, das Auto wurde, der Kumpel hat gesagt, Jimmy packt das Steuer, konnte es nicht packen, ist nach unten gegangen und Jimmy hat seinen ganzen Käfig hier war kaputt, wurde mit diesem speziellen Draht und Schrauben zusammengehabt und so, der konnte kaum reden. Und was war das? Das war meiner Meinung nach eine Warnung von Gott, lass dich mit mir versöhnen. Ein Freund hat dann versucht, mit ihm zu sprechen und Jimmy hat gesagt, nein, ich bin noch nicht bereit. Ich weiß, es ist die Wahrheit, ich weiß, es ist wegen meiner Sünde, aber ich bin nicht bereit, Buße zu tun, um mich zu versöhnen mit meinem Gott. Was war das Problem? Er war zu hart für sich selber, er war zu stolz. Und Gott konnte ihn nicht retten. Danach hat er einen anderen Autounfall gehabt, hat nichts davon gelernt. Manchmal sind Leute zu hart wie Naomi. Und Gott kann einen Ehemann wegnehmen, einen Sohn, einen zweiten Sohn wegnehmen und die Person geht noch immer nicht zurück zu dem Ort Bethlehem, Brothaus, wo Gott den Segen hat. Nun, in Vers 6 lesen wir, dass schlussendlich Naomi zu Sinne kommt und sagt, da machte sie sich auf mit ihren zwei Schnüren und zog wieder aus dem Moabiterlande, denn sie hatte erfahren im Moabiterlande, dass der Herr sein Volk hatte heimgesucht und ihnen Brot gegeben. Sie geht endlich mal zurück zu wo Gott Brot gibt. Das ist ein fleischliches Motiv. Sie kann Brot bekommen, sie kann Nahrung bekommen, sie kann da Geld bekommen. Sie fangen sie an zu unterstützen da. Kannst du noch die Gleichnis erinnern von dem verlorenen Sohn? Wo ging er zurück, wenn er nichts mehr zu essen hatte? Und da bei der Schweine gesagt, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und sagt Gott, ich habe gesündigt gegen dich und gegen meinen Vater. Bitte verzeih mir. Und die ging zurück. Er wollte was? Essen haben. Er wollte ein Einkommen haben. Alles ist erlaubt, solange du dein Leben mit dem Herrn in Ordnung bringst. Sie kommt zurück nach Bethlehem, Juda und mit ihren zwei Schwiegertöchter Ruth und Arpa. Aber die eine, die hat ein Lippenbekenntnis. Die andere meint das ernst. Und das Problem ist natürlich, warum ist die eine zurückgegangen? Die eine hat einen Kuss gegeben, Vers 14, hoben sie ihre Stimme auf und weinte noch mehr und Arpa küsste ihre Schwieger. Ruth aber blieb bei. Sie küsste sie nicht. Was für ein Kuss war das? So ein Judas-Kuss. Ah ja, der Person, die ich küsse, der ist es, greif ihn. Hallo Meister, und sie küsst ihn und alle wissen, die Soldaten, das ist der Mann, den müssen wir haben, den müssen wir umbringen, den müssen wir kreuzigen. Ein falscher Kuss, ein Judas-Kuss. Sie meint es nicht. Sie meint es überhaupt nicht, um mit ihrer Schwiegermutter zu sorgen. Sie meint es überhaupt nicht, um zu arbeiten, um für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Nein, sie hat nur ein Interesse, sich selbst. Was wollte sie haben? Ein Ehemann. Das war das A und das O. Es gibt viele Frauen, die das haben. Ich will und muss einen Ehemann haben. Ich tue alles dafür, um einen Ehemann zu haben. Und das Problem ist, ich bin ein heidnischer Ehemann mit heidnischen Kindern. Ein Problem von Moab war, da wurden die Götze, ich glaube Molech oder Milkom angebetet, die wollten Kinder opfern. Das heißt, sie hat dann an Gott zurück zu ihren Göttern gegangen und die haben ihr Kind verwandt. Das ist die Welt auch. Du kommst hier zu Jesus Christus, nicht nur verliest du deine Seele, aber was mit der Seele deiner Kinder? Du bist errettet, du folgst Jesus nicht nach. Das ist deine Sache, aber was ist die Folge für deine Familie, für die Kinder? Du kannst nicht erwarten, dass deine Kinder Jesus nachfolgen, wenn du ihm verweigerst, nachzufolgen. Ruth und Arpa verheißen, um zurückzukommen mit Naomi. Und Naomi prüft sie. Wie hat sie sie geprüft? Mit dem Ehemann, Vers 11, Vers 12, Vers 13. Geht um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich viele Kinder in meinem Leibe haben, die eure Männer sein möchten? Geh um, geh zurück. Sie konnten gehen.
Sind Sie bereit, einsam zu bleiben? Sind Sie bereit, sich zu selbst zu verneinen? Konnten Sie warten, bis Gott Sie einen Ehemann geben sollte oder nicht? Da war Sie eine christliche Frau getroffen, sie war älter, sie ist nicht verheiratet. Ich sagte, ja, bist du niemals verheiratet? Sagt, ich habe so viele Mädchen gesehen in meiner Generation, die früh verheiratet sind, mit den falschen Männern. Ich warte, bis Gott mir die richtige gibt. Das gilt für euch Männer auch. Warte, bis Gott dich die richtige Frau gibt. Und wenn er nicht heiratet, sagen die Feinde, was ist falsch mit dir? Hast du keine Freundin? Bist du vom anderen Ufer, weißt du? Geht alles da. Lerne alleine zu gehen, auf den Herrn zu warten. Und der Herr gibt dich auf seine Zeit, oft rund um eine Quelle, wo das Wort Gottes gepredigt wird, ein besserer Ehemann, als dass du nicht wartest und einen aus der Welt nimmst, wie Arpa hat getan. Und schlussendlich hat Ruth diese Prüfung bestanden, Arpa nicht. Warum nicht? Vers 14, Vers 15, sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgewandt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Es war nicht nur zu ihrem Volk, es war zu ihrem Gott. Das war der Gott Baal, Satan, die Kinderopfer forderte. Das war das Problem. Kehre du auch um deine Schwägerin nach. So, dann geh mal. Gott gibt eine Einladung. Du kannst zu mir kommen, zu meinem Sohn kommen. Und ich verzeih dich all deine Sünden, ich gebe dich einen neuen Anfang. Oder du kannst einfach sagen, ich gehe zurück in die Welt. Aber was hat die Welt dir gegeben? Die Welt hat nur genommen. Die Welt lässt dich immer schlimmer hinter, als die Welt dich findet. Warum gehst du zurück in diese Welt? Ich weiß, weißt du, warum du zurückgehst in diese Welt? Wie ein Hund zurückgeht, was er ausgespielt hat. Aber du musst nicht. Das ist eine freie Wille. Du kannst Nein dagegen sagen und zu Jesus Christus kommen. Und er hat viel mehr Gnade als diese Welt. Die Welt kennt keine Gnade. Mein Nachbar habe ich ein paar Mal eben kennengebracht. Und ich sagte zu mir, hat zwei Söhne, die studieren. Er sagt, Nico, ich habe eine Sache gelernt. Die Welt ist teuer, die Welt ist hart. Sag ich, ja, warum verlassen die Welt nicht? Jesus sagt, kommt her zu mir. Aber die müssen nicht überlassen, ich will euch erquicken. Noch nicht. Ich weiß, warum noch nicht. Er hat noch nicht so viel genügend Dreck geschmeckt. Weißt du, warum wir eigentlich noch nicht zu Jesus gekommen sind? Eigentlich haben wir noch nicht genügend Dreck geschmeckt. Du musst noch tiefer rein. Noch tiefer in den Schlamm. Und die Welt kennt keine Gnade. Das kennt die Welt nicht. Die Welt ist unter der Autorität des Teufels und er hat ein unbarmherziges, verhärtetes Herz. Wenn er ein bisschen Ahnung hat, weiß jeder das. Also, mach nicht Sorge von, was soll die Welt von mir halten? Was sollen meine weltlichen Freunde von mir halten? Die können dich nicht retten, die können nichts für dich tun. Aber der Prediger hat das schon mal gesagt, das Waschbecken. In Ruth lesen wir, drei wurden nach oben gewaschen, sind gestorben. Mahlon, Chilion und Elimelech. Eine wurde gewaschen, Naemi, durch Gottes Wort. Eine wurde reingewaschen, Ruth. Und eine wurde rausgewaschen, Arpa. Die ging zurück in ihrem Land zu ihren Göttern. Ich habe eine Menge Arpas getroffen. Ich kenne sie schon. Mädchen, die sind eine christliche Gruppe, christliche Gemeinde. Und die haben eine Absicht. Na gut, wenn er nicht errettet war, das war damals, ich war in Groningen an der Uni. Und die gingen oft aus. Donnerstag haben wir immer Ausgangsabend, wir gingen raus. We kwamen in deze Bars-Cafés, of Groningen war, dat moet ik wel niet zeggen, maar ideale stad voor studenten, maar alle Bars en Cafés in 24-7 geöffnet. Dat is eines der Uni Stadt in Nederland. Nou, wie rein en zelfs, nach 2-3 Jahren war immer das Gleiche. Da kamen die Mädels und haben gesagt, die nächste Sache. Was studierst du? Wie lange musst du noch studieren? Hey, wenn du da in ieder geval an Psychologie, Psychiatrie oder was nicht. Wie ist das Economie? Immer. Oh, noch ein Jahr oder zwei Jahre. Oh, interessant. So ging das. Arpas, nicht mal christlich, aber haben immer, was haben sie gesucht? Ein Mann mit minimalem Einkommen von, na, damals noch Gulden, heute soll es sein, in Euros, oh, minimal 70.000, 80.000, 100.000. Oh, interessant, ja. Oh, wirklich, da können wir mal. Das sind Arpas. Die suchen was? Ein reicher Mann. Mittelstand, über den Mittelstand. Und man kann sehen, was sie lesen, wie sie sich kleiden. Man kann sie so rausholen. Auch einige christliche, das habe ich in den USA auch gelesen,
Ich suche immer eine reiche christliche Ehemann. Das ist das A und das O. Gottes Wille darin ist vollkommen unwichtig. Eine reiche christliche Ehemann. Bin ich abgesichert. Nach 5 oder 7 Jahren sind sie wahrscheinlich geschieden. Dann haben sie einen zweiten. Nochmals geschieden vielleicht. Und dann haben sie genügend Alimente. Dann können sie wunderbar leben, tun, was sie wollen. Und sterben sie gut gepflegt. Und wachen auf in die Hölle. Ja. Das ist mit vielen. Weißt du, warum Arpad zurückgegangen ist? Weil sie lieber zurückgegangen ist. Die Welt war in ihrem Herzen. Es hat nichts zu tun mit dem Gott von Israel, mit dem Gott von Naomi. Sie wollte nichts damit zu tun, sie wollte sich selber, ihr Fleisch, das war wichtig für sie, versorgen. Und man kann es gleich sehen mit einem Mann. Wenn zwei Männer auf die Straße gehen und ein Hund, die folgt beide Männer, ist natürlich die Frage, zu wem gehört dieser Hund? Ja, wann siehst du das? Am Moment, dass die beiden sich trennen. Dann siehst du, der Hund gehört zu diejenigen, die sein Meister ist. Mit anderen Worten, wenn die Wege dich trennen, dann wird sichtbar, was in deinem Herzen ist. Ist es die Welt? Ist es dein Fleisch? Ist es die Götze hier in Deutschland? Sex, Ausbildung und Geld? Oder ist es Jesus Christus? Das ist die Frage. Es ist entweder oder. Die Wege, die sich trennen. Da kam eine Zeit für Arpa und Ruth, und sie müssten sich entscheiden. Arpa ging zu ihren Göttern. Und was sagt Ruth? Vers 16, dein Volk, so Naomi, ihre Schwiegermutter, ist mein Volk. Warum? Sie möchte sich kümmern um ihre Schwiegermutter. Arpa möchte sich kümmern um sich selber. Und verbunden mit Naomi war ihr Volk, Bethlehem, und der Gott von ihrem Volk, Bethlehem, Brothaus, Juda, mein Herr ist König. Und sie wurde schlussendlich für ewig in der Heiligen Schrift dargestellt, als ein wunderbares Beispiel, weil das Herz von Ruth kam später auf, dass sie angefangen hat zu schaffen für ihre Schwiegermutter, kam bei Boas, und Boas war ein älterer Mann. Und sie konnte Ruth und Naomi loskaufen. Das hat er auch getan, ein Stück Boden, und hat Ruth, ein älterer, reicherer Mann, geheiratet und Übergroßvater von David. Sie hat sich gekümmert um ihre Schwiegermutter. Sie hat Interesse gehabt an den Gott von Naomi, den Gott Israels. Ja, mein Herr, vielleicht habt ihr das noch gehabt in eurer Generation. Kennt ihr Buffalo Bill? Kennt ihr das noch? Ja, die Ältere kennen, die Jüngere kennen das wahrscheinlich nicht meer. Buffalo Bill war da so ein Amerikaner, also war ook immer Bill Cody. Und Buffalo Bill, die ging dann, hat eine Show gemacht und war sehr populär. Und schlussendlich war es so, diese Wild West Show, war ein Punkt, wann ein Pferd geknielt ist und Wasser aus seinem Hut getrunken hat. Und ein persönlicher Sinn hat man mit Bill Cody, Buffalo Bill, gesprochen und gesagt, Bill, du brauchst den Himmel. Wenn du stirbst, wo gehst du hin in die Ewigkeit, du brauchst Jesus Christus. Was denn Buffalo Bill sagt? Himmel ist für mich, wenn mein Pferd für mich kniet, mein Hut mit Wasser draus trinkt und alle stehen auf und applaudieren, das ist Himmel für mich. Sagt der Mann, was ist es dich, um nun Jesus Christus aufzunehmen? Willst du das tun? Und Buffalo Bill sagt, ich will nicht. Wie Arpa. Nein, ich gehe zurück zu meinem Gott. Das ist mein Gott, das ist mein Leben, das ist die Welt, aber die Welt ist vergänglich. Es soll alles vergehen. Die Wege scheiden sich. Entweder folgst du deine Götter von Wohlstand, von Frieden, wie Arpa, und du endest auf dem breiten Weg in die Hölle. Ich möchte damit abschließen in Matthäus Kapitel 7, Vers 13 und Vers 14. Matthäus 7, Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt. Und ihre sind viele, die darauf wandeln. Die meisten gehen auf den breiten Weg. Hey, ist cool, ein bisschen Sünde hier, wir kommen da schon mit weg, nur einmal. Und schlussendlich bist du vollkommen verschuldet, du verlierst deine Freunde, du verlierst deine Gesundheit. Der breite Weg in die Verdammnis. Aber, Vers 14, die Pforte ist enge und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Du sagst, der ist nicht schwer. Der Weg ist nicht schwer, er ist schmal.
Wie schmal? So schmal wie eine Person, die durch die Pforte gegangen. So, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du zu ihm kommst, dann führt er dich in die grüne Augen. Er sorgt für dich, er kümmert sich um dich. Er gibt dich Friede und Freude, Kraft und alles, was du brauchst. Wenn du tust, was er fragt, dann sorgt er mehr als genügend für dich. Weil er ist ein barmherziger Gott. Der Gott dieser Welt ist ein harter Gott und es ist sehr teuer, ihm nachzufolgen. Du denkst vielleicht, der Preis, um dem Gott dieser Welt, diesem Weltsystem zu folgen, kostet mir nichts. Aber es ist falsch, es kostet dir deine unsterbliche Seele. Und der schmale Weg, Jesus hat da am Kreuz mit seinem Blut bezahlt. Seine letzten Worte waren, es ist verbracht. Bezahlt. Alles ist getan. Komm einfach zu mir, lege deine Hände auf das Opfer, was ich gebracht habe, im Glaube alleine. Du bekommst meine Gerechtigkeit, das ewige Leben und ich verzeihe dich alles, was du gegen mich gesündigt hast. Weil mein Sohn aus Liebe hat dafür bezahlt. Amen. Es ist nicht teuer und die Liebe Gottes kann in deinem Herzen heute gegeben werden, wenn du dein Herz öffnet und Jesus sagt, siehe, ich stehe in der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimmen hören wird und die Tür auftut, zu dem will ich einziehen. Amen. Das Abendmahl mit ihm halten. Heute aber Mahlzeit ist Gemeinschaft pflegen. Wir haben es heute gemacht, aber Jesus möchte heute mit jeder von euch Gemeinschaft pflegen. Wie geschieht das? Du kannst einfach, wir schließen so ab, den Haupt beugen und Jesus bitte, in dein Herz zu kommen durch Glaube allein. Einfach zu danken und zu akzeptieren, was er aus Liebe für dich persönlich hat getan, weil er ist für deine persönlichen Sünden und für dich persönlicher Sünder aus Liebe am Kreuz gegangen und hat alles bezahlt, auch dass du umsonst ewiges Leben haben kannst. Und das sehen wir hier in der Geschichte von Ruth. Im Glaube ist sie ihrer Schwiegermutter nachgefolgt und sie hat viel mehr bekommen, als worauf sie gehofft hat. Weil Gott belohnt viel mehr, als dass die Welt denkt, dass Gott tun kann. Amen. Wir sind zusammen noch ein Lied nehmen, um abzuschließen. Nämlich ganz hin, ist ein schönes Lied. Nummer 290. 290. Die Nummer 290. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich harre, nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Prüfe, erforsch mich am Gnadenthron. Weise den Schnee, Herr, wasche mich rein, dass ich dein eigen ewig mag sein. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, mit deinem Geiste jetzt in mir wohn. Sei in dem Herzen König allein, lass alle sehen, dass ich ganz dein. Und Namen, das ist ein Gebet, das kann man auch als ein Gebet singen und was einfach sein, Jesus. Wir sollen so abschließen, wie ich bin, nimmst du mich einfach, ich komme zu dir, wie ich bin. Und Jesus macht dich rein und wascht dich rein von allen Sünden, weil dafür hat er sein Blut gegeben. Das ist der Preis, den Gott forderte, um alle deine Sündenschuld eins und für ewig zu bezahlen. Kannst du dir vorstellen, du hast eine Schuld von 100.000 Euro, die kannst niemals zahlen und du musst ins Gefängnis gehen und der Komplänin sagt, weißt du was, hier hast du einen Check, 100.000, einfach unterschreiben, ist mein Geld, aber du musst unterschreiben, du musst die Schulden zahlen, ist geregelt. Jeder soll das tun. Und hier haben wir einen Gott, der sagt, ich habe bezahlt für deine unsterbliche Seele. Ich möchte, dass du mich mit mir versöhnst, dass du dann Heiligen Geist und ein ewiges Leben als ein Geschenk bekommst. Was hindert dich? Weißt du, was ein Mensch in die Hölle bringt? Unglauben. Nur Unglauben. Und wenn du einfach sagst, ich möchte glauben, frag den Herrn Jesus, hilf mein Unglauben und wir können zusammen beten
dass heute, wenn Herr Jesus bei dir in deinem Herzen eintritt, und dieses ewige Leben kann heute dein Geschenk werden, was Gott dir heute geben möchte, aber das Geschenk musst du akzeptieren. Wenn du das Geschenk nicht akzeptierst, ist es nicht deins. Amen. Also zusammen noch abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir und danken dir nochmals für deine Treue. Danke, dass du auch bei einem Ruth und einem Arba gezeigt hast, dass du Leute prüfst. Und prüfst in der Zeit von Teuerung, was wirklich in ihrem Herzen ist. Und wir wissen, da ist nichts Gutes in unserem Herzen. Wir haben so viel Schlechtes getan, gegen dich gesündigt, aber wir danken, dass du da bist, die immer Verzeihung, Vergebung, eine zweite Chance gibt. Wir danken dir dafür. Wir beten auch, dass du jede Christ hier ermutigt, auch durch die Predigt von Bruder Aref, um in Zeiten von Dunkelheit auf dich zu schauen, auf dich zu harren, dass du immer auf deine Zeit durchkommst und mehr schenkst als in Treue, himmlische Vater, auch das, was wir hier verdienen oder brauchen. Vater, wir beten auch noch speziell für alle, die vielleicht hier sind, die noch nicht errettet sind, die noch niemals Jesus Christus durch Glaube alleine aufgenommen haben. Falls jemand nicht mehr richtig sagt, ich möchte gerne heute dieses ewige Leben schmecken, Vater, dann frage ich, dass diese Person einfach sein Haupt beugt und selber Folgendes seinem Herzen betet. Lieber Jesus, ich weiß, ich habe gegen dich gesündigt. Ich möchte mich umkehren. Ich möchte einfach, wie ich bin, zu dir kommen und vertraue alleine dein Sohn und sein Blut für die Vergebung von aller meine Sünden. Bitte, Herr Jesus, komm in mein Herz und sei mein Retter. Danke für deine Erlösung. Amen. 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 Ich werde vorschlagen, noch ein Lied zu singen.